Unser nächster Künstler kommt aus Chemnitz. Er ist Gitarrist und Sänger. Er schreibt alles selber, übrigens nicht nur für sich, sondern auch noch für viele Theaterstücke. Er ist Autodidakt, hat sich also alles selber beigebracht und ist in der Kleinkunstszene eigentlich schon eine Nummer, wenn ich das mal so sagen darf. Also ich freue mich wahnsinnig, dass er heute hier ist. Wir haben ihn hier in der Show, Uli Arnold. Ich verkauf mich nicht, hab keinen Pfand und bieder mich nicht an. Ich weiß, dass man so nicht wirklich weit kommen kann. Ich kann nicht viel, doch mit viel Mut ziemlich gut. Hab nur ein Ticket für den nächsten Zug. Ich weiß, irgendwann komm ich auch irgendwo an. So geh ich fort, bleib ich hier, weil hier öffnet und schließt sich meine Tür. Es fällt mir schwer mit anzusehen, wie so viele einfach nur herumstehen, scheinbar schlafwandeln, anstatt aufrecht zu gehen. Und keiner scheint hier zu verstehen, wie sie betroffen zu sehen, nur um nicht einmal wirklich hinzusehen. So geh ich fort, so bleib ich hier, weil hier öffnet und schließt sich meine Tür. Nenn mich einen Spinner, nenn mich arrogant, nenn mich Träumer, nenn mich weltfremd. Ich schenk dir mein letztes Hemd. Nenn mich wie du willst, ich bin gerne der Idiot. Nenn mich ignorant, doch eigentlich will ich nur nicht untergehen mit diesem Boot. Wir posten und wir kommentieren, betont witzig argumentieren, und keiner merkt, dass wir unsere Freiheit demontieren. Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten wollen wir alle heiter weiter. Keiner muss hier der miese Peter sein. So geh ich fort, so bleib ich hier, weil hier öffnet, schließt sich meine Tür. Nenn mich einen Spinner, nenn mich arrogant, nenn mich Träumer, nenn mich weltfremd. Ich schenk dir mein letztes Hemd. Nenn mich wie du willst, ich bin gerne der Idiot. Nenn mich ignorant, doch eigentlich nur nicht untergehen mit diesem Boot. So viele Argumente sind echt beschissen. Wieso tun alle so, als ob sie es besser wissen? Ich halte meine Schnauze, halt lieber mal den Mund, bleibe still und heimlich schweigsam, unerkannt im Hintergrund. Irgendwann ist mit Enthaltsamkeit vorbei, dann fang ich an zu singen, denn nur so bleib ich frei. Nenn mich einen Spinner, nenn mich arrogant, nenn mich Träumer, nenn mich weltfremd. Ich schenk dir mein letztes Hemd. Nenn mich wie du willst, ich bin gerne der Idiot. Nenn mich ignorant, doch eigentlich will ich nur nicht
untergehen mit diesem Boot. Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Uli Arnold, ich bin Liedermacher aus Chemnitz und ich habe im Vorfeld tatsächlich überlegt, was spielst du für zwei Lieder auf einem Contest, wo du genau zwei Songs spielen darfst. Und dann habe ich mir überlegt, was ein Liedermacher denn so gerne macht und so dachte ich mir, okay, als erstes spielst du ein Lied über dich, das macht ja ein Liedermacher gerne. Und als zweites spiele ich ein Lied über eine Frau und das machen Liedermacher auch gerne. Aber es ist kein Liebeslied. Aber die Geschichte hat sich so tatsächlich ereignet. Die Frau an der Kasse lächelt mich noch freundlich an. Nach Dienstschluss wird ihr Laden für immer dicht gemacht. Ab dem nächsten Morgen braucht man sie hier nicht mehr. Sie wird abgestoßen, ausgesetzt, ihr Platz bleibt für immer leer. Und alle tun ganz entsetzt, Politiker und Gewerkschaftsbosse spielen Superheld. Folgt sind Verhandlungen um das gute alte Geld zur Rettung von Arbeitsplätzen. Geben Sie sich als Mensch von Welt. 15 Jahre hat sie in diesem Laden die Stellung gehalten, hat Kunden beraten, mit guten Wundern. Schlechten Tagen, nun ist die letzte Schicht endgültig vorbei. Ab morgen läuft es anders lang, gelistet in so einer Arbeitsamtsdatei. Sie hat noch keine Ahnung, wie es weitergehen soll, doch ein bisschen. Ein bisschen freut sie sich darauf. Jetzt ist Platz für Familie in ihrem Lebenslauf. Vielleicht erfüllt sich auch ihr Traum und sie macht ein kleines Café auf. Aber jetzt noch nicht, vielleicht später, irgendwann. Aber jetzt noch nicht. Ausgegrenzt im eigenen Land. Wow, das war so an der Kasse. Plötzlich vogelfrei, sie weiß, sie darf nicht resignieren und ist auch ganz viel Angst dabei. Ich wünschte, ihr Traum führt sich in die Wirklichkeit. Ein kleines Café gibt seinen Gästen einen Platz von Wärme und von Menschlichkeit. Verzeihst du mir? Ich dachte, du wärst schon am Ende. Ich war so verzaubert jetzt gerade und wollte natürlich sofort anfangen zu applaudieren. Also ich bin ganz hin und weg.